Ganz toll. Langsam wird es kalt in Frankfurt. Wir haben noch einen Mann, der uns einheizen wird. Gregory Engels von den Piraten. Hallo Freunde! Das Wichtigste zuerst. Saarbrücken, Kickers Offenbach, unentschieden. 1:1, Endstand. Okay. Für die, die es nicht mitgekriegt haben, weil sie hier den schönen Tag genutzt haben, um spazieren zu gehen durch Frankfurt gegen den Artikel 13. Wer hat heute die Bild gelesen? Das gar nicht mehr. Oh, okay, der hat Glück. Ich habe mal in der Bild heute war ein Interview mit Daniel Gaspari. Daniel Gaspari ist der Vorsitzende der CDU-CSU-Gruppe im EVP-Fraktion im Europaparlament. Ich weiß noch gar nicht, was er gesagt hat. Aber das lese ich gerne vor. Und dann könnt ihr nochmal eine Spade über das Buch. Also, Moment. Ja, gleich. So. Der Daniel Gaspari sagt nämlich, dass es nämlich der Kampf gegen diese Reform mit allen Mitteln geführt werde, also gegen die Urheberrechtsreform. Und er sagt, nun wird offensichtlich versucht, auch mit gekauften Demonstranten die Verabschiedung des Urheberrechts zu verhindern. Bis zu 450 Euro werden von einer sogenannten NGO für die Demo-Teilnahme geboten. Wo ist er? Wo ist dieser Mensch? Weiter schreibt oder sagt der Daniel Gaspari, dass Wikipedia schwarz geschaltet hat aus Protest, weil Google 7,5 Millionen Euro an Wikipedia, amerikanische Wikipedia, bezahlt hat. Sich natürlich, weil der Helge Trüppel hat ja schon vorher erklärt, das waren 3,5 Millionen, die können sich also nicht einig werden. Aber diese Leute haben offensichtlich nicht verstanden, wie Demokratie funktioniert. Die Wikipedia ist ein demokratisches Kollektiv von Autoren und Autoren haben abgestimmt, dass sie protestieren wollen. Da ist kein Google beteiligt. Aber ich frage mich, wie viel Geld hat diese Politiker bekommen? Wie viel Geld hat Daniel Gaspari bekommen von Axel Springer? Wahrscheinlich hat er keins bekommen oder vielleicht ein Honorar fürs Interview, das sei ihm gegönnt. Allerdings hat Axel Voss im Interview zugegeben, dass Axel Springer und andere Lobbyisten im Sinne von deutschen Presseverlegern auf die Politiker zugegangen sind und gesagt haben, dass wenn diese Reform mit dem Artikel 11 nicht durchkommt, dann müssen sie ihre Berichterstattung über den Wahlkampf überdenken. Und das ist eine Erpressung von Lobbyisten an deutschen Politikern. Und wenn es so geht, dass Lobbyisten Politiker erpressen können, dann ist es eine Gefahr für unsere Demokratie. Mit dieser Reform werden Menschenrechte abgebaut. Es wird eine weitere Privatisierung von der Rechtsdurchsetzung geplant. Es wird geplant, dass die Plattformbetreiber, und das sind nicht nur Google und YouTube, sondern alle Webseitenbetreiber, die user-generierten Content haben, auch die Foren und auch Tinder und auch der Pornhub und auch alle anderen Webseiten, dass alle diese Webseiten dafür selber verantwortlich werden, sein werden, was die User tun. Und sie müssen selber verhindern, wenn da Rechtsverletzungen passieren. Das ist eine private Rechtsdurchsetzung, das lehnen wir ab. Auch schon wie mit dem Netzdurchsetzungsgesetz. Das ist ein Bullshit für ein Gesetz. Bullshit!
einer privatisierten Rechtsdurchsetzung entsteht eine private Zensurinfrastruktur. Wie können wir einen Druck auf Russland zum Beispiel oder Iran oder China ausüben und sagen, bei euch werden Menschenrechtsverletzungen begangen, wenn die sagen, ja, bei euch ja auch. Und das darf nicht sein. Wir müssen die Vorreiter der freien Welt bleiben. Am 26. Stopp die Zensur! 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 Okay. Wenn nächste Woche abgestimmt wird, ich hoffe sehr, dass der Artikel, dass diese Reform noch verschoben wird, sodass sie ernsthaft diskutiert werden kann, auch mit allen Vorschlägen, die von uns gekommen sind, die von euch gekommen sind, die aus den von europäischen Bürgern in den EU-Konzentrationen generiert worden sind. Das waren hunderttausende Menschen, die ihre Meinung abgegeben haben, die der Axel Voss einfach weggewischt hat und ignoriert hat. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät, diese Meinungen einfließen zu lassen in die Reform. Aber falls es zu spät sein wird, es gibt noch weitere Probleme, weitere Reformen. Es gibt den sogenannten Terrorfilter, der auch eine Zensur einführt und auch alle Webseitenbetreiber berührt, alle einzelnen. Das wird momentan auch von der EU-Kommission vorbereitet und ich bin mir sicher, auch dagegen werden wir auf die Straße gehen, wenn sich das nicht bald ändert. Am 26. Mai sind Europawahlen. Es wurde schon jetzt mehrfach gesagt, dass ihr natürlich wählen geht. Europawahlen haben normalerweise eine Wählerbeteiligung von ungefähr 40%, weil die Leute sagen, ich weiß, ich kenne da keine Politiker. Ihr kennt Julia Reeder, richtig? Nach aktuellen Prognosen kommen in Europaparlament 5 Piraten rein. Der Patrick Breyer aus Deutschland und 4 Kollegen aus Tschechien. Piratenpartei ist international. Deswegen beeilen Sie sich so sehr, weil Sie wissen, dass nächste Legislaturperiode wird es viel schwieriger, wenn da nicht nur eine Julia sitzt, sondern da mindestens 5 Piraten sitzen. Jetzt stellt ihr vor, ihr geht alle wählen und alle, die ihr kennt, geht wählen und ihr wählt eine Partei, die für eures Internet eintritt, die für Freiheit und für die Demokratie steht und nicht für die Lobbyisten Einflüsse und sich nicht erpressen lässt. Danke, dass ihr heute gekommen seid. Und auch danke an die vielen Polizisten, die hier ihren Samstag hier in einem Einsatz geopfert haben. Ich hoffe, ihr habt gut Überstunden bezahlt bekommen. Ich hoffe, dass wir uns nicht nächste Woche schon wieder spontan hier sehen müssen und gebe wieder ab. Vielen Dank, Gregory.